Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich habe Anfrage bekommen von Soundpads. Die bringen jetzt zwei neue Kopfhörer auf den Markt und ob ich die testen wollen würde. Und ich habe jetzt bekommen die R4. Das sind diese hier. Wir werden auch gleich in die Unboxing-Ansicht gehen, die auspacken. Und dann wieder in diese Ansicht gehen und die mit dem Handy verbinden und mal testen. Jo, und dann würde ich sagen, legen wir mal los. So, und da sind wir dann im Unboxing, in der Unboxing-Ansicht. Entschuldigung. So, das sind sie. Ich habe mir auch mal die, jetzt muss ich erstmal auf den Namen gucken. Moment. Die soll es nämlich auch bald geben in einer besseren Version. Und zwar sind das die, das hier, die Soundpads R3 Deluxe HS. Geiler Sound, kann ich euch sagen. Und vor allen Dingen ganz normal. Oh, wartet mal, ja, der fixiert gerade wieder mal nicht. Na komm. Oh, der will gerade nicht fokussieren irgendwie. Ja, wir haben hier glatt, also nicht mit diesem Gummipinöpel, sondern richtig Oldschool-Kopfhörer, die man einfach ins Ohr macht. Ja, die habe ich immer für meinen Hangout. Ja, weil die sind klein, da brauchst du ja nicht komplette Kopfhörer aufsetzen. Sind super, funktionieren super, nehme ich auch für Musik hören oder so. Und jetzt packen wir mal die hier aus. Das sind jetzt die normalen R3. Ich hoffe, das kann man irgendwie lesen. Ich guck mal, kann ich noch ein bisschen dran zoomen? Oder da. Das sind die R4. Könnt ihr lesen? R4. Und da soll es dann natürlich auch wieder, das ist die normale R4 und dann soll es ja auch noch Deluxe und was das da alles geben soll. So, jetzt muss ich aber hier Papier auch gleich wegmachen, sonst habe ich hier wieder so viel liegen. Moment. So, ich habe mir mal schnell noch meine Lesebrille geholt, weil das hier alle ziemlich klein geschrieben ist. Playtime 6,5 Stunden. Mit dem Case dann 26 Stunden. Weil durch das Case hier kann man, also praktisch das Gehäuse, kann man das ja auch nochmal aufladen. 35 mA Airbuds. Und 330 mA hat das Case. 10 mm. Bluetooth 4, 5.3. Ich nehme mir aber mal lieber das, was mir der Hersteller geschickt hat. Also die, ich hoffe, ich spreche es richtig. Soundpads R4 Kopfhörer verfügen über LDAC Audio Codec. Also, ja, Audio Codec. Also, dass er verschiedene Codecs besser verarbeiten kann, dass der Sound sich dann halt dementsprechend besser anhört. Snapdragon Sound, aptX. AudioDunk QCC 3071 Chipsatz. Ja, keine Ahnung. 13 mm große Dynamiktreiber mit 6 Mikrofonen. 6 Mikrofone sind drin. Außergewöhnliche Reduzierung von Außengeräuschen. Ah, okay, das ist super. Also Noise Cancelling. 26 Stunden Spieldauer, Bluetooth 5.3, Entschuldigung, Multipoint-Version, Verbindung ist möglich. Und im Oktober kommt, ich weiß nicht, ob ich das schon leaken darf, aber ich mache es jetzt einfach, im Oktober kommen die R4 Pro auch noch auf den Markt.
Und ich bin ja von den Soundpads schon immer sehr begeistert gewesen. Nicht nur wegen dem Sound, auch wegen dem Tragekomfort, weil ich mag, also da muss man auch mal sagen, da muss man sich mal was Neues einfallen lassen. Diese zählen auch als In-Ear, wenn man sie ins Ohr macht. Ja, das steht hier auch irgendwo drauf, weil es, nee, Airbuds, hier sind Airbuds. Ja, aber meistens steht auch bei den In-Ears bei Amazon und so, was sehr verwirrend ist. Was sehr, sehr verwirrend ist. Weil es sind, ich gucke nochmal bei Amazon, es sind eigentlich Soundpads R4, kabellos, Snapdragon Sound, APTX Adapter, 6 Mikrofone für KI-Verstärkung, Anrufe, 26 Stunden Unterstützung. Gut, hier steht das jetzt nicht da. Gucken wir mal im Langtext. Kabellos, Kopf vom Ohr. Soundpads R unterstützt. Also hier steht jetzt nur Kopfhörer, aber meistens steht dann halt auch in ihr, was aber nicht wirklich in ihr ist. In ihr sind ja die mit dem Gummi, die ich nicht leiden kann. So. Wir gucken nochmal darunter, ob da noch was ist. Moment, ich komme da nicht richtig rein. So. So, und dann haben wir hier jetzt noch einmal, was haben wir da drinne? Einen USB-C zu USB. Den brauche ich jetzt hier nicht rausnehmen. Der fliegt hier nur wieder irgendwo rum. Und hier, was haben wir hier drinne? Einen, gar nichts. Okay. Ach, da sollte denn ein Säckle vielleicht mit drinne sein, weil hier ist so ein Säckle-Symbol oder so. Aber ja, okay. So. So, hier haben wir sie. Deswegen habe ich mir auch gleich mal die R3 halt noch, aber wie gesagt, die Pro-Variante dazu genommen. Die ist jetzt mit Klavierlack, die ist jetzt matt. Ich werde euch das mal ranzoomen, da seht ihr schon mal den Größenunterschied. So. Aber natürlich ist der Akku hier natürlich auch viel größer drinne. Also, das ist jetzt vorne. So, Entschuldigung. So, seht ihr sie von vorne. Und wenn wir so umdrehen. Ich finde es mit dem Gold hier, oder Kupfer, was das ist, hier auch, finde ich sehr schön. Hätte hier vielleicht auch noch ein Stück größer gekonnt. Aber finde ich ganz gut. Also das ist jetzt wirklich nur bei dem Mechanismus zum Aufmachen. Okay. So, hier haben wir jetzt bei den Dreier, haben wir hier praktisch einfach aufmachen. Ja. Und hier, jetzt leuchtet es hier. Warte, ich zeige euch mal noch, wie das leuchtet. So. So. Finde ich hier ein bisschen angenehmer. So. Hier geht es genauso. Hat es ein bisschen mehr. Erhöht hier, weil ich es vielleicht oft benutzt habe, aber hier ist ein bisschen mehr Druck drauf. Der Knopf hier, der ist zum Verbinden. Ja, also wenn es nicht gefunden wird, kann man hier sagen, hier such mal. Ja. Die sehen etwas größer aus. Wir holen sie mal raus. Ich hole jetzt mal nur einen raus von jeder Seite. So, können wir sie uns mal angucken. So. Kann man das sehen? So, sie sehen relativ gleich aus. Das Soundpads-Logo ist hier das S etwas größer bei der älteren Variante. Bei der neueren Variante ist es etwas kleiner. Aber die neuere Variante wirkt, ja doch, die ist größer. Die ist wesentlich größer. Das ist die neue, das ist die ältere Variante. Die wirkt wesentlich größer. Hier haben wir dann halt praktisch schwarz. Hier haben wir dann, wartet mal, ich mach mal so. Hier haben wir dann auch so in kupferfarbt. Sieht optisch natürlich schick aus. Klavierlack. Hier haben wir dann, und hier haben wir kleiner. Hier oben haben wir auch noch.
sieht man es. Da und da. Sound ist ja immer was Subjektives. Hier, unten sind die Kontakte. Die sind beide gleich. Hier haben wir dann halt einen Kreis, wo rechts und links drauf steht. Hier haben wir nur normal drauf stehen. Das jetzt seht ihr hier jetzt schlecht. Das steht da. Und hier steht es halt da. Na komm, pegel dich doch ein. Da seht ihr das. Und hier sieht man es halt schlechter. Und von der Seite, hier haben wir dann noch ein bisschen jetzt hier. Hier geht es grober rum. Und hier jetzt haben wir so ein bisschen mehr auf Details geachtet. So. Aber hier sind auch keine Plastikteile oder irgendein Aufkleber drauf, damit die halt hier keinen Kontakt kriegen, die man erst abmachen muss, wie bei anderen. So, dann würde ich mal sagen, wir zoomen mal raus und werden die mal verbinden. So. Wo haben wir denn? So. Bluetooth, da haben wir es. Bluetooth. So. Wir müssen jetzt hier nach unten natürlich. Er sucht gerade. Jetzt öffne ich das einfach hier mal, das Case, so dass die grüne Lampe leuchtet. Und hier steht es auch schon: Soundpads. So. Ich suche nochmal. Na komm. Moment, ich muss Code eingeben. Also, Gesicht reicht auch. So, und hier stehen sie jetzt, die Soundpads. Wenn das mal nicht funktioniert oder ihr die mit einem anderen Gerät verbunden habt und der jetzt nicht direkt mit dem neuen Gerät verbinden will, dann diesen Knopf hier gedrückt halten, bis es weiß leuchtet. Ich weiß nicht, ob es hier auch noch weiß ist. Ja, weiß, seht ihr das? So, und dann geht ihr hier rein. So, sagt suchen. Und dann sucht er Geräte und dann hat er hier schon gefunden. Hier, das leuchtet ja grün jetzt. Also, da. Und dann drückt ihr einfach da drauf. Und dann müsst ihr kurz warten. Die koppeln. Koppeln. Und schon sind sie verbunden hier oben. Ja. Und dann könnt ihr natürlich hier nach draufklicken und könnt ihr Kontakte, brauchen wir nicht, Medien, Audio und Medienaudio wollen wir und normale Anrufe wollen wir haben. Absolute Lautstärke. Niedrigste Latenz wollen wir auch, was hier unten ist. Warte, ich zoome mal noch ein Stück raus. So. Das wollen wir auch haben. So, dann haben wir oben auch nochmal den Namen. Den können wir auch natürlich noch ändern und können entkoppeln. Beim Namen können wir rauf und dann halt. Aber ich habe die lieber halt so mit dem entsprechenden Namen. So, und jetzt sind wir auch verbunden. Wir wechseln mal schnell in die andere Ansicht. So, wir haben jetzt mal gewechselt und ich nehme sie jetzt raus und stecke sie mir jetzt ins Ohr. Also Tragekomfort ist ganz gut. ENC on, sagt er mir. Müssen wir denn hier eigentlich auch eine Software runterladen? Wir haben ja hier gar keine Anleitung, nichts. Oder ist da unten drunter eine Anleitung? Nee, das ist festgeklebt. Also eine Anleitung haben wir nicht. Soundpad.com, also da müsste ich dann mal gucken, ob es da eine Anleitung gibt. Habe ich auch noch die Soundpads-App drauf? Ich gehe mal in Google Store. Also der Tragekomfort ist bis jetzt echt erste Sahne, muss ich sagen. So, wir haben hier die Soundpads-App installieren. Die installieren wir jetzt einfach mal. So, ich bin jetzt angemeldet. Ach, der sagt mir auch bei den R4 gleich,
dass ich ein Update habe. Ja, und zwar aktuelle Version habe ich die V0.2.2 Größe 2,4 GB MB. Achso, ja, hier oben steht die neue Version, Entschuldigung. Also die alte Version, wie gesagt, die V0.2.2 und die neue Version ist die V0.2.4. Aktualisieren. Ich habe jetzt auch so einen kleinen blauen Balken. Neue Version, Größe 2,4 Mbits. Aktualisieren. So, jetzt aktualisiert er hier. Ich mache mal ein bisschen was dunkler, damit ihr das besser sehen könnt. So, da sind oben die Kopfhörer und da unten ist das halt, wie weit der jetzt mit dem Aktualisieren ist. So. Wir sind jetzt bei 18%. Firmware auf das Gerät hochladen. Ich habe auch gerade eine WhatsApp-Nachricht mir angehört. ANC ist an, dadurch hört sich das, hat sich gerade ein bisschen blechernd angehört. Da bin ich mal gespannt, wenn die neueste Software drauf ist und so. Und hier in der Software kannst du denn natürlich, also in der App kannst du denn ANC an, aus und was weiß ich machen. Habe ich zum Beispiel, wenn ihr so am PC nutzen wollt, macht ihr das einfach so. Ihr verbindet es ja zuerst mit dem Handy, mit der App und guckt wegen der Software nach und aktualisiert die gegebenenfalls. Dann, wenn sie aktualisiert ist, nehmt ihr euch die Einstellung vor und stellt euch so ein, wie ihr das gerne eingestellt haben wollt. Das bleibt so eingespeichert. Das bleibt nicht in der App, das bleibt im Kopfhörer teilweise auch eingespeichert. Und dann könnt ihr die ganz einfach, wie gesagt, mit dem Knopf gedrückt halten, mit eurem PC per Bluetooth verbinden. Und dann sind die Einstellungen, die ihr in der App vorgenommen habt, praktisch auf dem Gerät und die werden am PC dann so übernommen. Also so war es bei den R3 zum Beispiel bei mir. Mal gucken mal. Und habe damit eigentlich gute Erfahrungen gemacht. Na. So. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Da. Wir sind jetzt bei 74, 75%. Das ist jetzt hier einen Augenblick fertig. Während der Installation keine Verbindung trennen oder Musik abspielen. Das ist mir klar. Legen Sie die Kopfhörer nicht in die Lade-Etui. Also man soll die nicht da reinlegen. Ja. Steht auch alles gut da. Halten Sie die Kopfhörer innerhalb von 0,5 Meter vom Telefon entfernt. Ja, ist es. Das ist ja hier direkt. Ja. Funktioniert. Funktioniert auch bei Meter und so. Das ist, steht halt sicherheitshalber da, aber. Oh. Verifizierung 100%. Die Überprüfung der der Überprüfungs- und Neustartvorgang kann 1 bis 2 Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld. Ja, neu starten. Jetzt kam schon Power On und Bing hat es gemacht. Also es ist jetzt schon neu gestartet. Jetzt habe ich Connect. So, und dann sieht das in der App halt so aus, dass wir die Kopfhörer da haben, links und rechts, und auch das, seht ihr das? Die Akkuanzeige haben wir natürlich auch da drin. So, und dann haben wir unten einen Equalizer oder was das ist, ja, Lautstärke. Wenn wir dann halt hier die Lautstärke in der App halt machen, dann geht es halt auch, wartet, ich zeige euch das, geht es halt auch im Handy runter. Ja, da lassen wir mal auf jeden Fall erstmal 50%. So, darunter haben wir Equalizer, Benutzer definiert, Voreinstellung, Soundpad, klassisch. Ja, da kann man sich dann einstellen. Und dann sieht das halt so aus. Wir haben dann Elektronik, Volkslied, Pop und hast nicht gesehen. So sieht es dann aus.
Ich werde jetzt einfach mal bei den Einstellungen gar nichts ändern. Ich werde jetzt einfach mal Spotify anmachen und Nemesis. Weil damit höre ich ja immer und wenn da jemand kommt, da habe ich die Berechtigung. So, machen wir mal Feigling gleich hier an. So. Ja, das ist natürlich klassisch, das hört man. So, gehen wir Rock'n'Roll. Bassverstärkung. Bassverstärkung ist auch gut, da hört man den Bass schön. Ich habe jetzt Rock'n'Roll genommen. Nicht eine Bassverstärkung, das hört sich besser an. So, dann haben wir auch noch den Equalizer, den wir in der App halt separat, das ist halt leider alles weiß, obwohl ich das dunkle Thema anhabe. So, ist dann halt, könnt ihr das alles nochmal selber einstellen. Höhen, Tiefen, hast du nicht gesehen. Also da könnt ihr rumfummeln bis zum Get-No. So, da werde ich mir jetzt hier, oh, nicht dran. Oder wartet mal. Ich habe da eigentlich immer, also ich versuche es mal so ein bisschen wie im Auto zu machen. So in etwa habe ich es im Auto. Also könnt ihr euch dann nochmal alles anpassen, zurücksetzen. Ich mache jetzt einfach mal lauter. Uiuiuiui, die gehen aber sehr laut. Bisschen leiser machen. Na, so geht das doch. Mensch, noch ins Tiefer. Ein bisschen spulen, braucht Musik und Instrument. Jetzt kommt hier gerade nur Instrument. Ja, so hört sich ganz geil an. Na komm. Also so finde ich das für mich persönlich ganz angenehm. Ja, da muss man definitiv ein bisschen nachbessern. Das hat sich bei den R3 Deluxe
In den Standardprofilen Rock, Bass verstärkt, das ist alles ein bisschen besser angehört, muss ich sagen. Aber da kann man ja nachjustieren. So, was haben wir denn noch? Rauschunterdrückung. Haben wir jetzt normal Rauschunterdrückungsmodus? Jetzt kommt's geiler. Rauschunterdrückung an. Da werden wir doch ein Pärchen, bitte. Ja, definitiv. Also, ihr müsst die Rauschunterdrückung anmachen. Ja, Rock'n'Roll hört sich gut an. Ich bevorzuge die Bassverstärkung. Wow. Das geht runter wie Öl. Definitiv. Ich habe jetzt mal klassisch angemacht, um mal zu hören, wie es klassisch anhört, weil da ist so eine Joggerin drauf. Ich lass mal Rock. So, Spielmodus. Ah, dann kommt Game Mode an und Game Mode off, halt, also Game Mode und Exit Game Mode. Deaktivieren Sie alle Funktionen der Berührungstasten. Definitiv, ja. Jetzt werdet ihr euch sagen, ich muss jetzt mal leiser machen, Moment. So. Jetzt werdet ihr euch sagen, wie ist das, wie so Berührungstasten deaktivieren? Ist doch doof. Kannst ja nicht laut, leise, was weiß ich, machen. Für das Handy ist es okay. Super. Funktioniert super. Doppelklicken, einmal klicken, wischen, alles super. Kein Problem. Aber ich möchte die ja dann am PC benutzen. Und ich habe es oft genug gehabt, wenn wir uns irgendwas angeguckt haben oder ich habe, was weiß ich, ich habe ja meinen eigenen Stream oben immer noch auf dem dritten Monitor immer noch separat laufen, dass ich sehe, ob eine Unterbrechung ist, ob die Bildqualität schlechter wird oder ob irgendwas vielleicht weg ist oder sonst irgendwas dergleichen. Und den habe ich ja immer lautlos. Also praktisch bei YouTube dann halt diese Mikrofon, also den Kopfhörer, also die Box durchgestrichen. Damit ihr nicht ein doppeltes Geräusch habt, weil dann hört ihr mich quatschen und hört nochmal das Echo, was vor ein paar Sekunden war. Also praktisch das, was ihr eigentlich seht. Und da seht mir, das habe ich hier bei denen, habe ich das auch ausgeschalten, dass mir das nicht passiert, dass ich raufdrücke und dann geht das oben auf immer Play. Ja, und dann habt ihr ein Echo drin. Ja, das ist dann halt scheiße. Deswegen habe ich diese Berührungstasten bei mir. Wenn ich sie am PC benutze, aus. Wenn ich sie so am Handy benutze, habe ich sie an. Aber da ich sie ja für den PC benutzen will, schalte ich sie jetzt hier erstmal aus. Ja. So. Was haben wir denn noch? Haus. Da sind die dann drin. Hier haben wir denn noch die verschiedenen Soundpads. Mini HS, Wings 2, R3. H1, Mini Pro, R3 Pro. Ja, da ist dann wieder, jetzt sind wieder In-Ears, da ist dann wieder so ein Gummipinöpel dran. Dann die so über das Ohr, die fand ich jetzt nicht so pralle. Also da müssen sie definitiv noch etwas verbessern. Vom Tragekomfort her fand ich die nicht so toll. True R2, Sonic Pro. Kann ich nicht sehen. 3 SE. Sonic. Pro HS. Sound.
Soundpads R4 Lite. Die sind schon da, so wie es aussieht. Dann kommen wir zu allen Produkten. Ich gucke immer bei Amazon jeden Stück schneller. So, die R4, die ich jetzt hier vor mir habe, kosten 56 Euro und die Lite kosten 52 Euro. Die Pro sind noch nicht drin. Also gucken wir mal nach. Wie heißen die? Open Air. Ja, das sind die Open Air, die man so über den Kopf macht. Da fand ich den Tragekomfort ja nicht so toll. Okay, wir machen aber erstmal weiter hier. Die haben ja, dass die schon so viele draußen haben. Ah, hier haben wir Soundpads R Pro, R4 Pro haben wir hier drinne. Das sind wirklich wieder die In-Ears. Die finde ich jetzt nicht so pralle. Dann haben wir noch Deluxe. Was haben wir denn? Da muss ich jetzt mal raufgehen. Weil die sehen eigentlich aus wie meine, aber da ist noch kein Bild da. Also die sind hier in der App, sind die schon da? R3. Die könnten aber die R3 Deluxe sein, weil die so aussehen. Und die halt nicht mehr, weil sie alt sind, halt nicht mehr auf der Webseite listet sind. Also nicht Deluxe, sondern wie heißen die? Wo stehen sie jetzt? Da, doch Deluxe HS. Da ja, muss man mal gucken. So, ja, das war schon. Mehr kann man hier eigentlich nicht einstellen. Zurücksetzen könnte ich noch Hilfe. Ja. Ich gucke mir jetzt noch mal ein YouTube-Video an. Mal gucken, wie die Sprachqualität ist. So, wen gucke ich denn da an? Gucke ich mich am besten mal lieber selber an. Nicht, dass es da auch wieder Content gibt. Meine Videos. Gucken wir mal Kinderspielzeug an hier. So. Dann kann ich gleich mal gucken. Ja, Rock'n'Roll ist dann besser, wenn man ein YouTube-Video anguckt.
Hört sich ganz gut an. So, jetzt gucke ich aber noch mal in eine Nachricht, WhatsApp-Nachricht. Ja, hört sich dann immer noch so ein bisschen blechernd an. Da muss man mal gucken, was man da noch einstellen kann. Aber bis jetzt habe ich jetzt hier nichts davon. Adaptiver Equalizer. Anleitung. Bitte setzen Sie zuerst Kopfhörer auf. Habe ich. Also jetzt haben wir einen adaptiven Equalizer. Ich setze jetzt, habe sie jetzt aufgesetzt. So, Musik schließen habe ich im Gehör durch. Vor dem Test bitte unbedingt Musik schließen. Zum Gehörschäden durch hohe Lautstärke zu vermeiden, klicken Sie Schaltfläche unten, um Test zu starten. So. Und jetzt habe ich hier, ich höre Geräusche, da muss ich denn da klicken. Geräusch. Also 60 dB gar nichts. 65. 70. Ist alles bei 70. Nee, hier höre ich was, oder? Ja, bei 60. MHz höre ich bei 55 Watt. 4000 höre ich. Oh, meine Hörkurve ist halt nicht so. Okay, starten. So, bitte bestätigen Sie, ob Sie Equi-Kurve speichern möchten. Bestätigen. So. Adaptiver Equalizer. Ich habe den jetzt angepasst. So, Spielmodus. Und jetzt gucken wir nochmal, wie sich das jetzt anhört. Es hört sich immer noch ein bisschen blechernd an, aber das ist durch das Gespräch. Also ich muss da mal ein anderes Gespräch nehmen. Nehme ich mal von meiner Tochter. Wo habe ich sie denn jetzt hier? Da, Töchterchen. So. Oh, das sind ja sämtliche Hintergrundgeräusche. Hört sich ganz gut an, muss ich sagen. So, jetzt nochmal YouTube. Da muss man halt noch ein bisschen verbessern. Ich habe immer noch so ein bisschen normalen Modus nochmal. Nee, normaler Modus ist doof. Also, ich habe es jetzt mal getestet mit Gespräch und also ich bin halt noch nicht fertig mit den Einstellungen. Das ist jetzt erstmal wirklich nur erste reinkommen, anstellen, machen, tun. Mit dieser Kurve, die man sich selbst erstellen kann, die funktioniert ausgezeichnet, davon mal abgesehen.
hört sich das, vorher hört sich etwas basslastiger an und damit, wenn die Kurve selber anpasst, egal welchen, klassisch, Rock, Bass verstärkt, egal was du nimmst, hört sich dann natürlich für dich nochmal ein bisschen besser an, weil das auf dein Gehör zugeschnitten wird. Ja, du gehen dann die Töne durch und du musst dann halt immer bestätigen, wenn du was hörst, sobald du was hörst. Und das muss ich sagen, das funktioniert sehr, sehr gut. Ich habe jetzt ohne und mit dem gleichen, also mit Bass verstärkt und mit Rock mir was angehört, Nachrichten und auch Musik. Der Bass ist etwas weniger, wenn es für mich angepasst ist, aber genauer, hört sich besser an. Bei Sprachaufnahmen, bei denen von meiner Tochter, hörst du wirklich was ringsherum um sie, weil sie wird dann das Handy so gehalten haben, hörst du wirklich, was ringsherum passiert. Ja, hast du so kleine Geräusche, hörst du selbst gut mit. Ohne diese Kurve, die ich selber gemacht habe, hörst du da ein bisschen was Geräusche, aber nicht so genau. Das hörst du dann viel genauer. Und auch bei der WhatsApp-Nachricht, es hört sich etwas ein bisschen blechernd an, ne? Ein bisschen so hallig, blechernd. Da müsste man auch gucken, dass man da noch was verstellen kann. Das liegt, denke ich, aber eher an den Einstellungen vom Handy, weil da habe ich ja auch Bass verstärkt und Equalizer und was weiß ich eingestellt. Das ist ja dann von Handy zu Handy unterschiedlich. Manche Handys unterstützen das, manche unterstützen es nicht. Da gibt es dann halt die Apps, wo man das einstellen kann. Und bei manchen Handys wird dann halt auch noch ein extra Equalizer unterstützt oder so. So, vom Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden. Ich bin mit dem Tragekomfort sehr zufrieden, mit den Einstellungen in der App. Alles sehr übersichtlich, sehr gut strukturiert. Tragekomfort hatte ich schon gesagt. Sound ist auch sehr schön, vor allem bei Musik und so. Jetzt muss ich mal gucken, wie er sich dann im Hangout schlägt, wenn ich dann mit jemandem persönlich rede und was man da dann noch einstellen kann. Ich könnte höchstens mal gucken, weil du kannst ja jetzt auf Windows auch Android-Apps installieren, dass ich vielleicht schaffe, die Soundpads-App mal gucken, ob ich die denn installieren kann und ob ich dann halt während ich sie am PC benutze, halt auch noch Equalizer und was weiß ich einstellen kann. Das habe ich noch nicht versucht, das werde ich demnächst mal versuchen. So, dann sage ich mal, wart das soweit. Wenn ihr noch Fragen habt, in die Kommentare posten. Sind ja nicht die ersten Soundpads, die Karte. Wie gesagt, wenn ihr wirklich oldschool, richtig schöne Kopfhörer sucht, ohne diese Gummischeiße, nimmt die Dreier Deluxe, ja, die kleinen. Die sind, wenn ihr nicht so viel ausgeben wollt, die sind jetzt momentan für etwa 30 Euro zu haben. Die sind sehr, sehr gut. Das ist R3 Deluxe HS oder so. Und das sind jetzt die Vierer. Und so wie ich es jetzt auf den Bildern gesehen habe, wird die Pro-Variante, die davon kommen wird, werden das In-Ear sein. Da sind dann wieder Gummi. Dann kann ich da schon wieder sagen, wenn ihr sowas sucht, dann nicht zu dem Pro. Dann nimmt lieber die Dreier-Variante. Die Vierer-Variante wird es garantiert auch in der Deluxe-Pro-Version geben, ohne In-Ear, also ohne diese Gummizeug. Und wenn es soweit ist, sage ich euch natürlich Bescheid. So. Ich mache jetzt hier einen Cut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Ich habe eigentlich alles beantwortet. Also wie gesagt, wenn ihr nehmt ihr das Handy, schließt es erstmal ans Handy an, macht eure Einstellung, entkoppeln oder versucht es, ob es so gleich klappt. Manchmal klappt es auch so, dass man ohne Entkoppeln am PC verbinden kann. Müsst ihr dann halt am Handy nur Bluetooth vorher ausmachen. Wenn es nicht klappt, im Handy entkoppeln, am PC verbinden. Wie gesagt, die Taste, die hier vorne drauf ist, hier drückt halten, bis es weiß leuchtet. Dann sucht er nochmal und dann könnt ihr das verbinden. Die Einstellungen, die ihr in der App macht, bleiben eigentlich auf dem Gerät gespeichert. Also nicht auf dem Handygerät, sondern auf dem Kopfhörer. Deswegen erst da einstellen, dann mit dem PC verbinden und ihr habt eigentlich keine Probleme. So, aber ja. Das soll es jetzt wirklich gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Ahoi. Sagt euer Odin.